Die Corona-Pandemie hat die Zuwanderung in der Europäischen Union massiv gebremst, nur nicht in Österreich. Hier ist die Zahl der Asylanträge im vergangenen Jahr erstmals seit der Flüchtlingskrise wieder gestiegen. Und das immerhin um 10%. Die hohen sozialen Leistungen dürften dabei eine Rolle spielen, aber auch das gute Gesundheitssystem. Österreich bleibt ein Magnet für Migranten. Selbst im Corona-Jahr 2020 hat es mehr Asylanträge gegeben als im Vorjahr. Der Grund liegt für Österreichs obersten Schlepperbekämpfer auf der Hand. In den sozialen Medien, wo aktiv Werbung gemacht wird, heißt es tatsächlich so, möchtest du ins erste reiche Land der Europäischen Union? Das ist Österreich. Die Leute kennen Österreich, auch wenn sie noch nie da gewesen sind. Außerdem machen Schlepper während der Corona-Pandemie mit der guten Gesundheitsversorgung in Österreich Werbung. Dabei koppelt sich Österreich bei der Entwicklung der Asylzahlen völlig von der Europäischen Union ab. Denn dort gibt es insgesamt einen Rückgang um etwa 38%. Auch in Deutschland sind die Asylanträge im vergangenen Jahr um gut 26% zurückgegangen. In Schweden um knapp 40%, in Ungarn sogar um 77%. Die österreichischen Behörden müssen hingegen um 10% mehr Asylanträge bearbeiten als noch 2019. Dass die hohen Sozialleistungen Flüchtlinge anziehen, wird zwar häufig bestritten. Für Österreich hat aber erstmals eine wissenschaftliche Studie diesen Umstand belegt. Leute wandern aus Bundesländern mit niedrigen Sozialleistungen, insbesondere nach Wien, und Bundesländern mit hohen Sozialleistungen. So sind Migranten, die kein Asyl bekommen haben, aber trotzdem in Österreich bleiben dürfen, hochmobil. Sie bekommen in Wien 863 Euro. In Niederösterreich gibt es seit 2016 nur mehr 365 Euro monatlich. Mit Umsetzung dieser Reform sind 60% weggezogen. Für Wien ist das ein Problem. Wien ist sicher ein Bundesland, das sich beim Schaffen von Arbeit für Geringqualifizierte schwer tut. Wien ist einfach ein Standort, der sehr viele hochqualifizierte Arbeitskräfte hat und wo auch die Beschäftigung im hochqualifizierten Bereich stark wächst, während Wien die höchste Arbeitslosenquote bei den Geringqualifizierten hat in Österreich. In den westlichen Bundesländern wäre der Arbeitsmarkt für Asylwerber deutlich besser. Insbesondere nach Corona wird es dort wieder zahlreiche Jobs im Tourismus geben.